Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Simon the Sorcerer Teil 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst uns mal mit Goldlöckchen reden. Vielleicht kannst du uns helfen für die Kamera. Du schon wieder. Hey Catgirl, Lust auf eine Kletterpartie? Ich komme nicht mit der Kamera an die Schießscharte und bräuchte deine Hilfe. Warum sollte ich? Ganz einfach, um an den Schlüssel zum Rathaus zu kommen. Du kletterst hoch und filmst die Aliens draußen. Dann zeige ich der Stadtwache Franz den Film. Und der gibt uns den Schlüssel, wenn wir ihm beweisen, dass da vor dem Tor eine Übermacht steht. Naja, wenn er dann den Schlüssel rausrückt? Los, sag schon, wo hast du die Idee geklaut? Hört sich viel zu clever an, um von dir zu sein. Und da ist auch noch ein Problem. Wie komme ich auf die Mauer? Die ist zu hoch. Stimmt, mit den Schuhen könnte ich auch keine Mauern raufklettern. Na, dann mache ich dir halt die Räuberleiter. Damit du mich begrapschen kannst? Wovon träumst du eigentlich nachts? Mir wird ja schon übel, wenn ich mir nur vorstelle, wie du mich von unten her angaffst. Nee, ich nehme das ja. Ich würde dich nie angrapschen. Alex würde mich vierteilen. Schade, dass Alex nicht hier ist. Aber ich hätte auch kein Problem, für sie einzuspringen, wenn's drum geht, dich zu vierteilen. Hohohoho. Vertrau mir. Mein Halt ist behutsam wie die Liebkosung eines Kükens und so hart wie mein Waschbrettbauch. Und deine Birne ist so weich wie ein Eimer Waldmeisterpudding. Spar dir deine dämlichen Anmachen, wenn du deine Zaubermurmeln behalten willst. Huiuiuiui. Ich denke, das ist ein Fall für den Sumpfling. Seine Schultern sind nicht breit, aber belastbar. Da kannst du rauf. Aber ich sei zu klein als Stütze für großes blondes Mädchen. Verstehe, aber du wärst doch keine Stützbank, Sumpfling. Ich würde dich zum Star machen, zum Star meines neuen Films. Film? Simon machen mich berühmt? Dann ich habe viele neue Freunde. Ich keine Sekunde zögern. Was muss ich tun? Folge Goldblöckchen und mir, mein junger, grüner Freund. Du wirst früh genug erfahren, was dich erwartet. Ich nun bereit für Probieraufnahmen bin, was genau denn nun meine Rolle sein soll? Eine tragende, Sumpfling. Eine tragende Rolle. Genau wie ich es dir versprochen habe. Geht gleich los. Und Action! Goldblöckchen, dein Einsatz. Ich gut im Bild sein? Ich irgendetwas sagen muss? Und warum kommt Kamerafrau so sehr nah heran? Au! Uff! Warum? Aua! Ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das so vorgestellt. Durchhalten, Sumpfling. Denke mal dran, ohne deine tragende Rolle geht es nicht. Aua, aua, meine Narbe. Das wirklich steht alles im Drehbuch? Ja. Klar. Und das Skript stammt von einem wahren Giganten des Drehbuchschreibens, nämlich vom unglaublichen, unübertrefflichen... Könnt ihr da unten mal die Klappe halten? Ich arbeite. Au, uff, ich nicht mehr aushalten, gleich ich zusammenbrechen. Das Gejammer ist ja nicht auszuhalten. Aber nun gut, wir sind fertig. Ich hab die Aufnahme. Oh, armer Sumpfling. Vergiss unseren Deal nicht, Simon. Und? Wie ich gewesen? Tragende Rolle passend für Sumpfling? Grünling, du hast echt Mut bewiesen, an unserer Show teilzunehmen. Das hat sich jetzt irgendwie seltsam angehört. Oh, der Igeljungen. Super Vorstellung, Grünling. Du bist dabei. Mein Agent meldet sich bei dir. Das ich erstmal werde verarbeiten. Okay, Simon. Ich mich nun ausruhen werde. Alles klar. Dann geben wir die Videokamera mit der Stadt an Franz, mit der Stadtwache. Hier, schau dir das mal an. Oh,
Hey, das wurde überspielt? Beim Strumpfhalter des Königs. Was ist das? Ich sehe mehr Feinde, als unsere Stadtwache Männer hat. Das bedeutet, Ausnahmezustand. Ich muss dringend den Widerstand in der Stadt organisieren. Am besten von einem Keller aus. Simon der Zauberer, hiermit ernenne ich dich zur Stadttorwache und überreiche dir den Schlüssel zu den städtischen Einrichtungen im Rathaus. Hey, super. Ah, jetzt kommt die Szene mit Alex, die ich nicht ins Internet stellen durfte. Hey, ich will sehen. Bist du sicher, dass die Kamera wirklich aus ist? Verschone uns und mach das Ding aus. Wir haben, was wir wollen. Und jetzt schnell zum Rathaus. Ich will auch sehen, spannenden Film. Oh nein. Sumpfling, du Idiot! Du Spaten, du dämlicher... Meine schöne Videokamera. Oh, es tut mir so leid. Simon, Freund, mag mich nicht mehr? Ich gehe kochen Sumpfsuppe für Versöhnungsmahlzeit. Ja, wenigstens bin ich den jetzt los. Aber diese Zensur nervt. Welche haben sich so ein ausgedacht? Ja. Simon, sei mal ruhig, das tut langsam im Ohr weh. Was für ein Mist. Das tut langsam im Ohr weh. Ja, und die Kamera ist jetzt weg. Und das Filmchen, das wir alle sehen wollten, ist auch weg. Ich weiß, was wir sehen wollten. Ich bin mir noch nicht so sicher. So, Schlüssel müssen wir wahrscheinlich jetzt mit hier unten geben. Von draußen kann man sie nicht aufschließen, oder? Oder doch? Mist, die ist zusätzlich von innen verrammelt. Die Barrikaden kann nur jemand von drinnen entfernen. Ja, okay. Dann müssen wir den Schlüssel, ja, so reingeben. Ich habe den Schlüssel. Hier. Und jetzt kommt raus und dann lasst uns abhauen. Das ist hier noch... Da ist der Maulwurfmann da oben schon wieder hier. Schaut mal. Ja, schätze, ich komme. Vielen Dank, dass Sie den Schlüssel besorgt haben. Langsam wurde ich wirklich etwas nervös. Übertreiben Sie nicht, mein lieber Walden. Was soll denn diese fadenscheinige alte Schweißfußsocke? Ich bin es doch, Dänechen. Und nicht alle Socken sind mit den ihrigen zu vergleichen, mein werter Freund. Hey, UFO-Spinner, wie viele Persönlichkeiten hast du noch in deinem Wäscheschrank versteckt? In meinem Schrank habe ich niemanden versteckt, seit diesem schwarzen Dienstag im Jahre. Was geht Sie das eigentlich an? Okay, wir haben ihn rausgekriegt. Was kannst du jetzt sagen, wie wir hier wegkommen? Hallo? Ja, hallo. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Beim Sockenstopfkurs? Herr Walden und ich haben uns auf dem Kongress Abduction X getroffen. Ich erforschte damals das Entstehen von Dimensionstoren in Waschmaschinen. Sie müssen wissen, das berührt eine sehr empfindliche Stelle von Herrn Dänichen. Seine Schwester kehrte dereinst von einem Waschgang nicht zurück. Am besten, Sie fragen nicht weiter. Okay. Was ist geschehen? Ist Schwesterchen mit einem Handschuh durchgebrannt? Ihre dummen Witze sind vollkommen fehl am Platz. Doc, mal ganz ehrlich, ich glaube, du hast mehr als eine Schraube locker. Da könnten Sie recht haben. Ja, tatsächlich, sie sind lose. Hier, nehmen Sie die. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Ich hoffe, die waren nicht weiter wichtig. Okay, jetzt haben wir Schrauben für unsere Rakete. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe schon überlegt gehabt, ob man den Schraubendreher mit ihm benutzen kann, um die Schrauben wieder anzuziehen. Das wäre auch ein interessantes Rätsel mal. Wollt ihr nur dumm in der Gegend rumstehen? Ich dachte, wir hatten abgemacht, gemeinsam zu fliehen. Nun, das ist in höchstem Maße einfach. Vom Marktplatz aus führt eine Straße zur Stadtmauer hinauf. Ich habe an deren Ende einen Schuppen gemietet. Dort steht eine mechanische Kutsche, mit der wir fliehen können. Und warum stehen wir denn auch hier und setzen Moos an? Das Ganze hat doch bestimmt einen Haken. Lasst mich raten. Herr Dänichen hat den Schlüssel verbummelt, Nein, nein. Ich habe den Schlüssel stets bei mir.
aber es ist so. Ich glaube, dass Sie meinetwegen hier sind. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Ihnen schon einmal begegnet. Eine Begegnung der dritten Art, wenn Sie so wollen. Aber es gelang mir, Ihre Kutsche zu stehlen und zu fliehen. Ich bin mir sicher, dass Sie sie schon entdeckt und Wachen vor dem Schuppen aufgestellt haben. Gehen Sie und sehen Sie nach, ob der Weg sicher ist. Ich könnte es nicht ertragen, Ihnen noch einmal ausgeliefert zu sein. Begegnung der dritten Art? Mit Außerirdischen? Sonden? Künstlicher Befruchtung? Cool. Still! Sie wissen nicht, wovon Sie da reden. Sie fingern mit Ihren Krallen in den Ohren und Nasenlöchern und... Herr Warden, beruhigen Sie sich. Das Licht! Das grelle Licht! Sie stecken Nadeln in meine Arme und... Nein! Geht weg von mir! Ruhig, ruhig, ganz ruhig. Bitte erinnern Sie mich nie mehr daran. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, bei all dem meinen Verstand zu bewahren. Irgendwie habe ich es dann geschafft, Ihnen zu entkommen. Ich stahl Ihre Kutsche und kam hierher. Ach, und deshalb schicken Sie mich vor. Ach, Unfug. An Ihnen haben die Außerirdischen doch gar kein Interesse. Sie hatten mich einmal und Sie wollen mich wieder. Wir können kein Risiko eingehen. Zur Not gehe ich wieder in den Keller zurück und warte, bis die Invasion vorbei ist. Nein, bitte nicht zurück in den Keller. Ich glaube ja immer noch, dass Simon schuld ist, dass sie hergekommen sind. Na, wenn es weiter nichts ist. Wo war der Schuppen nochmal? Oben am Marktplatz. Gleich rechts, wenn Sie an der Statue vorbeigelaufen sind. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ah, okay. Ich komme später wieder. Kann man jetzt nochmal reingehen? Simon, ich sehe dich. Wenn du einen Fuß in dieses Gebäude setzt, werde ich dir deine Augen auskratzen. Cholerische Zicke! Wer schreit, hat Unrecht. Lass dir das mal gesagt sein. Simon. Ja, ich hatte eh Wichtigeres vor. Simon, du schreist auch. Okay, dann Nägel. Oh, super. Er baut wirklich super. Nennt mich den Heimwerker-King. Bevor wir da was machen, vielleicht braucht man auch die Stufe noch. Freund, wie du das hast gemacht. Schrecklich kreischige Fremde sind nun weg. Sumpfling, wenn du mal groß bist, werde ich dir den Trick verraten. Aber ich schon seit langen Zeiten nicht mehr gewachsen bin. Ich weiß. Frag deine Fragen, Freund. Was kochst du denn da? Das stinkt ja bestialisch. Aber Simon, Freund, das sei eine gute Sumpfsuppe. Du sie kennen und mögen. Ich mag Pizza, Fernsehen und Alex, die mir Pizza zum Fernsehen bringt. Aber die Suppe da, die mag ich ganz sicher nicht. Bis dahin. Der Sumpfling kocht Sumpfsuppe. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eine Katastrophe bevorsteht. Startklar und feuerbereit. Vielleicht kann ich damit die Aliens loswerden. Ja, vielleicht, das war auch mein Gedanke. So, ihr Aliens, gleich gibt es was zwischen die grünen Ohren. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich muss weg. Simon, wohin du gehen? Nanu, Gefahr! Nein! Oh. Simon! Warte, bis ich dich in die Finger kriege! Ups. Alex hatte Unrecht. Die Rakete hat keinen einzigen Unschuldigen getroffen.
Sind nicht Freunde weg? Nicht ganz. Bleib lieber noch etwas in deinem Topf. Die Suppe ist bestimmt gut für deinen Teint. Okay, dann können wir jetzt hochgehen. Was passiert, wenn wir das jetzt nochmal reingehen wollen? Da drinnen scheint eine Party abzugehen. Ah, da will ich lieber nicht stören. Eine Party? Ich bin mir ja nicht sicher, ob das eine Party ist. Das Fluchtgefährt ist greifbar nahe, noch leider versperren ein paar Aliens den Weg dorthin. Wie kann ich die bloß vertreiben? Doktor, ja, das hat man. Und Dr. Walton hat ein Fluchtfahrzeug, mit dem wir abhauen können, in einen Schuppen versteckt. Mittlerweile habe ich ihn auch aus dem Keller befreit und die Aliens vom Schuppen verscheucht. Jetzt muss ich nur noch mit Dr. Walton zusammen fliehen. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Was haben wir denn hier alles? Können wir die Flagge mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Sie haben versucht, ihre Fahne in meiner Stadt aufzustellen. Tja, selbst schuld. Deine Stadt, ja. Endlich wissen wir, was der König wirklich von seinen Untertanen denkt. Da haben wir den Schuppen. Geht's da aber noch weiter? Nee. Oh doch, Stadtmauer noch. Die Stadtmauer sieht ziemlich massiv aus. Sie ist auch ganz schön hoch. Zu hoch jedenfalls, um drüber zu klettern. Dann schauen wir jetzt mal den Schuppen an. Das Tor dieses Schuppens ist natürlich abgeschlossen. Ja. Aber der Typ hat ja den Schlüssel. Und es ist jetzt auch nichts mehr problematisch. Dann kann er kommen und den Schuppen endlich aufschließen, damit wir endlich fliehen können. Okay, Doc, der Weg zum Schuppen ist frei. Deine außerirdischen Kumpels haben sich verdrückt und spielen mit Goldblöckchen im Rathaus. Das klingt nicht sehr überzeugend. Sind Sie sicher? Zeigen Sie endlich einmal Mum, Walton. Wir haben nur diese einzige Chance. Schnell, bevor der Sumpfling auf die Idee kommt, uns zu begleiten. Ach, Simon. Hier ist es. Wow, schräges Teil. Und nun? Walton, Sie haben etwas vergessen. Wir können nicht weg. Was denn nun schon wieder? Dänchen, Sie machen mich wahnsinnig. Wir haben keine Zeit. Guter Doktor, wie bitte sollen wir die Stadt verlassen? Wollen Sie etwa durch das Stadttor? Das Stadttor ist keine gute Idee. Davor lagert eine komplette Alien-Armee. Herrje, daran habe ich gar nicht gedacht. Wie sollen wir nur hier rauskommen? Vielleicht durch die Mauer? Ja, am besten mitten durch. Toller Plan. Die Mauer ist aus massivem Granit. Dazu brauchen wir das Chili, das sich durchfrisst. Die Frage ist nur, wie kommen wir an das Chili? Asbesthandschuhe. Ha, da haben wir es ja schon. Dann schnell zurück, das Chili holen und das Chili benutzen, um ein Loch in die Mauer zu machen. So, Moment, wo haben wir sie? Da. Wahnsinn, ich habe die Soße aufgenommen und meine Finger sind noch dran. Aber du hast es jetzt in deinen Hut, der direkt auf deinen Kopf sitzt. Macht dir das keine Sorgen? Also mir würde das Sorgen machen. Okay, dann... Sehr merkwürdiges Ding hier. Eine ziemlich abgefahrene Kutsche. Angeblich hat Dr. Walton sie den Aliens geklaut. Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber ja, egal. Probieren wir es mal, ob das jetzt geht. Friss das! Hilfe! Hilfe! Ich werde von zwei Maulwürfen in hässlichen Regenmänteln bedroht. Blödsinn! Sei ein braver Simon und steig ein. Wir bringen dich an einen sicheren Ort. Es ist nur zu deinem Besten. Und zum Besten der Zauberwelt. Zum Besten des ganzen Universums. Warum sagen das immer alle, die mich entführen wollen? Husch, husch! Zurück in den Erdboden, wo ihr hingehört, bevor wir euch mit dem Kopf voran da reinrammen. Wir werden sie ganz schön aufmischen, nicht wahr, Dr. Walton? Dr. Walton?
Oh nein, Sie sind wieder da! Herr Dänichen, Sie Narr! Kommen Sie, ehe es zu spät ist! Mist. Beeilen Sie sich mit der Verstärkung, Dr. Walden. Ich halte hier so lange die Stellung. Okay, das hat schon mal nicht gut funktioniert. Kommen wir also zu Plan B. Können wir nicht einfach darüber reden? Nein. Befehl ist Befehl. Ab in den Wagen. Und keine weiteren Diskussionen mehr. Sonst werde ich dir mit dem Laser ein hübsches Muster tätowieren. Schwarze Muräne an weinende Kokosnuss. Der flügellahme Adler verlässt sein kaputtes Nest. Ich wiederhole, der flügellahme Adler verlässt sein kaputtes Nest. Das ist Simon. Ach du Schande. Vorwärts. Oder willst du Bekanntschaft mit meiner Hyperlasix 5000 machen? Wo sind wir hier? Was soll ich hier und was wollt ihr eigentlich von mir? Die Hyperlasix 5000 ist die stärkste Handfeuerwaffe im Erdreich. Die rüstet dir das Fell weg. Brauchst du noch mehr Motivation? Okay, ich habe es verstanden. Du solltest meinen Partner nicht reizen. Partner? Du meinst, ihr seid... Es reicht. Ich knall ihn ab. Hey, lass ihn. Denk an Code 004 Limone. Wo sind wir jetzt reingeraten? Los, rein mit dir! Ah, bitte, was soll denn das nun alles? Was ist Code 004 Limone oder was Zitrone? Ist das nicht sowieso das Gleiche? Was seid ihr eigentlich? Geheimagenten? Halt ihn den Mund zu! Nein, bitte! So geht das doch nicht! Ihr müsst mir doch ein bisschen was sagen. Ich weiß doch sonst gar nicht, was hier abläuft. Und wenn ich nicht weiß, was hier abläuft, wie soll ich denn dann gleich wissen, was ich tun soll? Anhaltspunkte, bitte! Ich brauche mehr Anhaltspunkte! Nun, es ist... Erstmal dein neues Zuhause. Dein Schnürsenkel ist offen. Oh! okay. Kinder, ist das ein hässlicher Hut. Den könnt ihr aber nicht aufsetzen, damit würdet ihr gegen jegliche geschmackliche Richtlinie verstoßen. Captain, der Gefangene darf unter keinen Umständen diese Insel verlassen. Wir vertrauen da auf Ihre starke Hand. Aber ja, mein Bester, es wird alles zu deiner Zufriedenheit laufen. Und natürlich zu meiner. Wenn alles gut läuft und unsere grünen Freunde ihn nicht einkassieren, dann soll der Schatz ihnen gehören. Nie sollen diese verhassten Grünlinge ihn bekommen. Der Schatz gehört mir, mir ganz allein. Aber den Hut solltet ihr wirklich vernichten. Grauenhaft, einfach grauenhaft. Oh, aua, mein Kopf. Was ist passiert? Und verdammt. Verdammt, wo ist mein Hut? Diese kleinen Mistkerle haben meinen Hut gestohlen. Wenn ich die erwische, setzt es was. Bis dahin habe ich kein Inventar und so wie es aussieht, bin ich hier obendrein eingesperrt. Naja, solche kleinen Hindernisse haben mich bis jetzt noch nie aufgehalten. So, und damit sind wir wieder dran. Und kein Inventar, weil der Hut fehlt. Ja, das ist nicht ganz so toll. Und sonst kannst du auch kleine Kleinigkeiten wahrscheinlich nicht mitnehmen. Schauen wir mal. Aber ich habe doch gesagt, die sind hinter Simon her, aber ich verstehe nur noch nicht, warum. Ich meine, woher soll man es jetzt auch im Moment da verstehen? Das ist ja unverständlich im Moment noch, aber wir kriegen das alles noch raus. Und es gibt anscheinend zwei Fraktionen, die Geheimdienst-Maulwürfe nennen wir sie mal und die Aliens. Wobei die Maulwürfe, sind das ja auch Aliens oder kommen die aus der Zauberwelt? Ha, so viele Fragen noch. Naja, in der nächsten Folge werden wir vielleicht ein bisschen mehr rausfinden. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.